Hallo, liebe Freundinnen und Freunde von Tropical Green. Grüner wird's nicht. Heute mache ich mal ein Paket-Unboxing. Schauen wir doch mal, was da drin ist. Ich habe schon ein paar Wochen drauf gewartet, weil draußen war es ja frostig kalt. Und dann finde ich das gut, wenn so Händler dann mitdenken und dann das Paket erst verschicken, wenn es wärmer ist. Das war jetzt der Fall und heute stand das vor der Tür. So schaut das Paket aus. Dum, 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 dum. So. Ihr seht, passend zum Thema heute Valentinstag, es wurde mit Liebe verpackt. Und wie das so ist, bei einem Paket muss das mit dem entsprechenden Messer ausgepackt werden. Dann packen wir das Messer mal, nicht das Messer aus, sondern das Paket. So. Mein Finger. Ah nee, sorry, es war ein Scherz. So, ich packe das Paket mal hier runter, denn dann ist es einfach vom Handling her leichter. Schauen wir doch mal, was da drin ist. Viel Folie. Yeah, cool. Knisterfolie. Findet ihr das auch toll? Ich finde, Knisterfolie hat was. Da kann man so dran rumknistern. Oh, ich merke schon die. Die Likes steigen. Mach mehr Knisterfolien-Videos. Hui. Schön groß, schön viel, schön grün. Oh, ich muss nachher wieder fegen. Aber ich habe ja ein Messer. Okay. Ihr seid jetzt gespannt und denkt euch, oh, ich pack das mal schneller aus. Ja, mache ich doch gerne. Upsala. Hui, eine schöne große Pflanze. Ich werde sie jetzt noch nicht 100% auspacken. Ich kann aber auf das Schildchen schauen, was das ist. Ein Dendrobium Deneanum. Also, ihr wisst schon, was das heißt. Es ist ein Orchideenpaket. Jawohl. Das ist so verpackt. Mit so kleinen Pflanzen, da weiß man gar nicht mal, wo man anfangen soll. Hui. Das ist ein Dendrobium secundum. Dendrobium secundum. Boah. Ein Riesen-Oschi-Teil. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das hier fixieren soll. Ich lege das jetzt einfach mal ab. Sitzplatz. So, und was haben wir hier? Hui, das ist auch mindestens so ein Riesenviech von Orchidee. Das ist ein, lasst mich mal schauen, Dendrobium Cumulatum, Dendrobium cumulatum. Wenn ich mich nicht täusche, blüht bei mir jetzt auch gerade noch ein Cumulatum. Kann ich euch dann im nächsten Video zeigen. So. Ich weiß schon gar nicht mehr, was in dem Paket drin ist, weil es schon länger her, wo ich es bestellt habe. Ich glaube, das ist im Mitte, Anfang Dezember bestellt worden. Hier ist noch ein Dendrobium dearei. Auch eine sehr schöne Pflanze. Sitz. Dann kommt hier, hui, ein Unkraut. Dendrobium cinnabarinum. Das ist eine sehr schöne Dendrobium mit einer sehr großen roten Blüte. Ihr seht aber momentan sind nicht viele Blüten übrig. Was haben wir denn dann hier? Dendrobium margaritaceum. Margaritaceum hat eine weiße Blüte mit, ich glaube, orange-roter Lippe, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Oder kommt was für die Handtasche? Ein Dendrobium panguanum. Das ist etwas Kleines, Feines, auch schön mit Neutrieb. Können wir jetzt mal hier anhängen, Sitz hängen. So, was haben wir denn noch? Muss man echt aufpassen, wie man das auspackt. Ja, ein Dendrobium sanderae. Das ist auch eine sehr schöne Orchidee mit großen weißen Blüten. Muss ich gucken, dass ich die auch so weit hinbekomme, dass die auch wachsen. Hin und wieder gibt es dann natürlich alte Bulben, die abfallen. Ist nicht so wild. Die Pflanzen schauen ja insgesamt schön aus. Ihr seht, hier kommt noch der nächste Regenwald-Urwald-Kandidat. Zumindest so vom Wachstum her. Was haben wir denn da? Sind ziemlich trocken, ist aber nicht so schlimm bei Dendrobium. Ui, die hat eine Knospe, das ist aber nett.
Dendrobium scoriarum. Nee, halt Scoriarum. Doch, Dendrobium scoriarum. Oder auch Guanxiense. Hier ist eine kleine Blüte. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Der Fokus ist ein bisschen weiter hinten eingestellt. Oh, es wird immer grüner. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich das hinpacken soll. Ich muss mal gucken, dass der Fokus auch sitzt. Ja, einigermaßen. Ihr seht ja schon, vor lauter Grün sieht man sonst fast nichts mehr. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam zum Finale. Dendrobium. Ihr seht alles Dendrobium. Voll überhaupt nicht abwechslungsreich. Dendrobium Runcamol Veivarut. Aha. Die habe ich, glaube ich, nicht bestellt. Das ist, glaube ich, bloß so eine Biker. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ha. So, ist da noch was drin? Nee, da ist noch ein kleiner Zweig von einem Cinnabarinum. Und ansonsten war es das. Genau, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr weitere Fragen zu diesen Orchideen habt, die ich jetzt weiter auspacken werde, könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben. Ich werde das jetzt immer regelmäßig machen, wenn ich was bekommen habe, sei es zu Pflanzensaatgut oder sonst was. Da könnt ihr wieder was aus Australien oder aus Thailand kommen, werde ich euch berichten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.